Hallo Kinder, heute möchte ich mit euch eine Ritterburg aus einem Karton bauen mit einer echten Zugbrücke. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Dazu brauchen wir auf jeden Fall wieder Heißkleber, ein Cuttermesser, Schere, Eisstiele kann man super gut benutzen, Schaschlikspieße, Kronkorken, Papprollen, Joghurtbecher, Dosen, Pinsel und Acrylfarbe, wenn ihr es anmalen möchtet. Und auf jeden Fall brauchen wir stabile Kartons. Liebe Kinder, bei einigen Sachen braucht ihr auf jeden Fall die Hilfe von euren Eltern oder einem Elternteil. So wie bei diesem Eingang von der Burg. Da braucht ihr ein Cuttermesser, das ist sehr scharf und gefährlich, wenn ihr das alleine macht. Also eure Eltern auf jeden Fall zur Hilfe holen. Wir schneiden als erstes das Tor. Drei Schnitte. Vorsichtig. Und unten am Boden, da lassen wir das Tor dran. Also nicht ganz abschneiden. So, unsere Burg hat jetzt einen Eingang. Jetzt benötigen wir für unseren Zugbrückenmechanismus zwei Säulen. Dazu trennen wir ein langes Papprohr in der Mitte durch. Ich habe das schon mal gemacht. So. Das geht total gut mit einer feinen Metallsäge. So, jetzt so soll es an der Burg nachher dran sein. Wir kleben das mit Heißkleber rechts und links fest und achten darauf, dass wir das Tor noch auf- und zuklappen können. Unsere Zugbrücke ist noch ein bisschen kurz. Die muss ja über einen großen Burggraben passen. Deswegen verlängern wir die jetzt mit einem Stück Pappe, was wir aufschneiden. So, ruhig mal ranhalten und gucken, ob es passt. Jo, ist noch ein bisschen zu lang. Kann noch ein kleines bisschen kürzer oben geschnitten werden. Ungefähr so lang, wie die Säulen auch sind. Das sollte die Zugbrücke sein, ein bisschen kürzer. Unsere alte Zugbrücke kürzen wir ein bisschen, weil wir kleben ja gleich unsere neue, schöne, lange Zugbrücke da drauf. Seid vorsichtig mit dem Heißkleber, der kann auch ganz schön heiß werden und da kann man auch sich ganz schön doll verbrennen. Beim Rankleben achtet darauf, dass die neue Zugbrücke unten an der Kante genau mit der Burg abschließt. Nicht drüber, sonst habt ihr nachher eine Burg, die nicht gerade stehen kann. Jetzt müssen wir oben in den Säulen Löcher reinbohren. Dazu können wir einen Akkuschrauber benutzen mit einem Holzbohrer dran oder mit einem Handbohrer. Es muss auf jeden Fall dick genug sein, dass da ein Schaschlikspieß durchpasst. Oder ein Holzstab, den ihr habt. Vielleicht auf dem Balkon oder auch vielleicht beim Asiaten mitgenommen. Seid auch vorsichtig mit der Bohrmaschine. Ihr braucht da gar nicht so viel Druck, weil das ist ja Pappe und kein schweres Holz. So, auf der anderen Seite das gleiche, genau auf der gleichen Höhe, damit wir später den Stab genau durchschieben können. So, und jetzt schieben wir unseren Schaschlikspieß genau durch die Löcher, die wir gebohrt haben. Rechts und links kommen zum Befestigen zwei Kronkorken. Dazu müssen wir Löcher in die Kronkorken bohren. Dazu nehme ich eine Schraube und einen Hammer, um einfach da ein kleines Loch reinzuhämmern in der Mitte. Und danach bohre ich mit einem Metallbohrer und mit meinem Akkuschrauber das Loch ein bisschen größer. So sieht das dann aus. Ein Kronkorken mit einem großen Loch in der Mitte und das zweimal. Die stecken wir jetzt rechts und links an unser Burgtor auf den Schaschlikspieß.
Wenn es nicht ganz passt, macht das Loch einfach noch ein bisschen größer. Hier passt es ganz gut. Eine Zugbrücke hat in der Regel Ketten. Da ich aber keine kleinen Ketten habe, habe ich jetzt einfach mal im Nähkästchen nachgeguckt und dort sowas gefunden, was so ähnlich ausschaut. Ihr könnt dazu auch Schnur nehmen, Paketband oder vielleicht sogar von einem Schlüsselbund irgendeine kleine Kette, was ihr findet. Guckt, ob es von der Länge her reicht, und das braucht ihr genau zweimal, rechts und links. Diese befestigt ihr an zwei Punkten. Einmal am Schaschlikspieß oben mit einem Heißkleber oder Festknoten und unten am Tor am Ende. Und das auf beiden Seiten. Ganz außen festkleben, damit die Ritter auf ihren Pferden noch durchreiten können. So, der Zugbrückenmechanismus sollte jetzt funktionieren. Probiert's mal aus. Fremde Ritter kommen jetzt schon nicht mehr so schnell rein in unsere Burg. Um aber ganz sicher zu sein, dass keine fremden Ritter in unsere Burg kommen, bauen wir noch ein Fallgitter. Und zwar genau dort. Dazu brauchen wir einen Pappstreifen. Den kleben wir innen mit dem Heißkleber fest, aber so, dass dazwischen noch ein bisschen Luft ist, dass unser Falltor noch dazwischen passt. Genau da ist noch Platz für ein Falltor geblieben. Das Falltor bauen wir aus Eisstielen. Dazu legen wir die Eisstiele so nebeneinander, dass ein Gitter entsteht. Es sollte nicht breiter sein als unser Tor, sonst passt es nicht. Und kleben quer einen Eisstiel drüber. Mal gucken, ob es passt. Jo, sieht gut aus. Unten kleben wir auch noch einen Eisstiel drüber, damit es stabil bleibt. Nun kleben wir rechts und links nochmal Eisstiele dran, damit wir später einen Griff haben. So, die Zugbrücke und das Falltor sind fertig. Jetzt kleben wir oben noch Pappe drauf, damit wir besser die Burgzinnen befestigen können. Passt aber auf, dass ihr das Falltor noch auf und zu machen könnt. Den einen Burgturm machen wir aus einer alten Dose. Dazu mache ich das Papier ab. Man kann es auch in Wasser einweichen, falls es nicht so leicht abgeht wie hier. Die Dose befestigen wir auf unserer Burg an der Ecke. Eine Burg braucht Burgzinnen. Dazu knicken wir eine dicke Pappe und schneiden auf der einen Seite unsere Zacken rein. Aber Vorsicht und am besten mit euren Eltern zusammen. Und jetzt gucken wir mal, wie viel wir davon für unsere Burg vorne brauchen und schneiden das dementsprechend zu. Und dann befestigen wir unsere Burgzinnen mit Heißkleber auf unserer Burg. Wer keine Pappzinnen haben möchte, der kann natürlich auch Korken dafür nehmen oder andere Dinge. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Nochmal gucken, dass es gerade ist. Unser Burgturm bekommt jetzt endlich eine Fahne, damit uns alle Ritter von Weitem schon sehen können. Dazu stecken wir einen Schaschlikspieß auf einen Korken,
schneiden ihn ein bisschen kürzer und kleben ihn mit Heißkleber auf unsere Dose in die Mitte. Für die Flagge oder Fahne könnt ihr richtigen Stoff oder einfach auch in dem Fall wie ich bunte Pappe nehmen. Ich klebe sie auch mit Heißkleber fest. Alte Burgen sind meistens aus Stein gebaut. Deswegen habe ich von meinen Burgzinnen die Pappreste einfach als Ziegelsteine auf meine Burg geklebt. Ihr könnt dann natürlich richtige kleine Kieselsteinchen nehmen, das sieht auch richtig toll aus. Oder aus Ton oder aus anderen Materialien. Ich mache das jetzt nur auf der einen Seite, normalerweise mache ich das einmal rund um die ganze Burg. Jetzt bekommt unsere Burg mit der Farbe endlich den richtigen Anstrich. Ihr könnt natürlich ganz allein entscheiden, in welcher Farbe eure Burg erstrahlen soll. Ich habe mich für Steingrau entschieden und braun wie Lehm. Unserer Burg fehlen noch ein paar Türme. Die baue ich selber aus gerollter Pappe und klebe diese zusammen. Ein Pappkreis draufgeklebt, damit die Ritter besser stehen können. Ich habe dann auch noch Fenster reingeschnitten, damit es schöner ausschaut. Und dann kleben wir es auf die Burg. Wie eure Burg am Ende ausschauen soll, ist eure ganz eigene Entscheidung, was da drauf ist, wie viele Türme sie haben soll, wie viele Fenster. Das ganz alleine entscheidet ihr. Meine Burg hat verschiedene Türme aus verschiedenen Materialien. Vielleicht baut ihr ja noch einen Kerker oder einen Thronsaal. Ich bin schon gespannt, was für tolle Burgen da entstehen werden. Meine Ziegelsteine male ich noch grau, dann sieht man sie besser an der Burg. Zum Schluss bekommt meine Burg natürlich auch ein Wappen. Und was glaubt ihr, woraus das ist? Natürlich aus Blech, eins von meinen magischen Amuletten. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Tschüssi, euer Olli.